Hallo und herzlich willkommen wieder zu einem neuen Part Final Fantasy 7. Wir müssen jetzt einen betrunkenen Vater holen. Ist das hier richtig? Nö, das ist der Kampfverein. Oder sagen wir mal Trainingsbude. Entschuldigung. Das heißt, wir müssen hier hin und wir müssen den betrunkenen Vater finden. Ist das der? Ja, das ist der. Entschuldigung, sind Sie der Vater des Mädchens in der Boutique? Das war ein Mädchen. Mir gehört das Geschäft, aber ich bin nicht dein Vater. Habe ich auch nicht gesagt. Nähst du mir ein Kleid? Ich nähe keine Männerkleider und jetzt habe ich schon gar keine Lust. Cloud, warte eine Sekunde. Ich versuche mit ihm zu reden. Warum gehst du nicht da drüben und bestellst dir was zu trinken? Weißt du? Er hat immer gesagt, dass er sich einmal als Mädchen kleiden möchte. Darum hätte ich gerne ein hübsches Kleid für ihn. Was? Ein kräftiger Bursche wie der? Also was ist? Nähst du ihn eins? Könnte interessant werden. Es wird etwas langweilig, immer nur normale Kleider zu nähen. Dann machst du also für uns eins für uns. Ja, in Ordnung. Was für ein Kleid wollt ihr? Etwas, das sich sauber anfühlt. Etwas, das sich weich anfühlt. Und das außerdem glänzt oder schimmert. Glänzt. Okay, ich habe einen Freund, der auch so einen Geschmack hat. Ich werde mal mit ihm sprechen. Was heißt das denn? Hey, warte, bis ich ein Bild im Kopf habe. Schlupfen. Das tut gut. Ah, jetzt ist er weg. Okay. Dann wollen wir mal. Sieht aus, als sei alles glatt gelaufen. Er arbeitet seit seiner Rückkehr an dem Kleid. Oh, da bist du, da ist es fertig. Probier's an. Schlüsselobjekt Satinkleid. Oh Mann. Was Cloud über sich ergehen muss. Wie zieht man das an? Huch, lass los. So ganz bestimmt nicht. Eine Perücke, die fehlt. Habe ich mir gedacht, also habe ich mit einem Freund gesprochen, wo man eine bekommt. Kennst du das Sportstudio? Da gibt es eine Menge Leute wie dich. Geh und red mit ihnen. Wie dich, Eris, was hast du ihm erzählt? Spielt das eine Rolle? Wir haben bestimmt ein schönes Kleid. Wir haben schon bestimmt. Ja, also gehen wir jetzt hier hoch. Hoch? Bleib doch hier. Ah, das Mädchen bestimmt, ne? Du willst also einem auf süß machen? Auf süß? Genau. Und die Perücke bekommst du aber nicht umsonst. Arr. Big Bro, süßer wirst du nur, wenn du Big Bro schlägst. Stimmt. Also musst du dich mit uns messen. Genau, machen wir also Kniebeugen. In Ordnung. Aus diesem Studio vertreiben wir dich. Bist du der schöne Bro? Was? Das wusstest du nicht? Der ist ständig hier und alles dreht sich um ihn. Aber egal, komm hier rüber. Nein, ich erkläre dir die Regeln. Wenn du bereit bist, drücke Wechseln, um in die Hocke zu gehen. Und Abbruch, um dich aufzurichten. Und okay, und wieder die Ausgangsposition einzunehmen. Also Wechseln, Abbruch, okay. Wechseln? Hä? Auf Dreieck oder was? Kapiert? Ja, versuche ich.
Es ist... Oh, es ist nicht... Ah, okay. Okay, ja, ich hab's. Alles klar, dann machen wir dies. Du hast 12 Kniebeugen gemacht, also lass uns loslegen. Nein! Nein! Na los! Nein! Du hast 16 Kniebeugen gemacht und du hast 15 Kniebeugen gemacht. Tut mir leid, du hast verloren. Dann mache ich den Besitzer, dann macht mich der Besitzer, der Bequeath gefragt hat, kann ich dir nicht vorenthalten. Nein! Oh, wo habe ich sie hingetan? Also gut. Dummkopf, was ist das denn für ein Versteck? Ah, Bro-Siebe gehen bis auf die Knochen. Entschuldigung, du musst sie aber noch benutzen können, wenn du sie desinfizierst. Schlüsselobjekt, Perücke. Yeah! Big Bro, reiß dich zusammen. Fliegt sie gut. Okay. Somit hätten wir alles und wir können jetzt in die Villa reingehen. Also los. Ziehst du dich nicht um? Okay, ich bin soweit. Hm, nicht schlecht. Das könnte mehr Aufträge für mich bedeuten. Ja, du hast recht. Sollen wir es versuchen? Danke, dass du uns etwas Neues gezeigt hast. Mein Vater ist jetzt wieder richtig angespornt. Das Kleid geht auf. Die Rechnung des Hauses. Versuch eleganter zu laufen, ungefähr so, Fräulein Claude. Was meinst du mit eleganter? Ach, du bist echt süß, Fräulein Claude. Ich möchte auch eins. Hast du eins, das gut an mir aussieht? Wie ist das? Wie wäre es mit dem? Vater, was redest du? Dieses ist viel schöner. Ach, was redest du? Dieses. Ich möchte dieses. Wie? Wie? Ich zieh mich jetzt um. Wow. Nicht gucken. Mach ich doch nicht. Und wie sehe ich aus? Wow. Ach, du bist ein Langweiler. Oh, süß. Jetzt habe ich echt ein Kleid. So, wir speichern. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt schnibbel mache, sondern... Okay. Und auf mit uns. Was ist denn jetzt los? Slack. Oh, ich soll aufhören zu singen, ne? Junge, Junge, deine Freundin ist auch ganz schön heiß. Hereinspaziert. Zwei Damen kommen. Oh. Hallo, mein Damen. Ich werde dem Don Bescheid sagen, dass ihr da seid. Wartet hier und schnüffelt nicht rum.
Das ist unsere Chance. Komm, wir suchen tiefer. Das sieht hier aber ganz schön krass aus. Oder? Tiefer? Nett, dich kennenzulernen. Ich bin Eris. Cloud hat mir viel von dir erzählt. Und wer bist du? Ach, du warst doch mit Cloud im Park. Ja, mit Cloud. Oh. Mach dir nichts draus. War eine Zufallsbekanntschaft. Es ist nicht der Rede wert. Was meinst du? Mach dir nichts draus. Woraus? Nein, versteh mich nicht falsch. Cloud und ich sind zusammen groß geworden, nichts weiter. Hammer, Cloud. Da muss er hier stehen und zuhören, wie wir ihn nicht nennen. Was, Cloud? 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 Was hast du denn da an und was machst du hier? Vergiss es. Was ist nach deinem Sturz passiert? Bist du verletzt? Lass mich doch mal zu Wort kommen. Ich hab die Sachen hier an, weil ich sonst hier nicht reingekommen wäre. Mir geht's gut, Eris hat mir geholfen. Oh, Eris. Tifa, erzähl mal, was machst du denn hier? Tja, Ich halt mir einfach die Ohren zu. Enter! Ich bin froh, dass es dir gut geht. Danke, was ist denn passiert? Als wir zum Reaktor Nummer 5 zurückkamen, war da dieser seltsame Mann. Naja, und Barrett schnappte ihn sich und quetschte ein paar Sachen aus ihm heraus. Und da wurde der Don erwähnt. Ah, Don Corneo. Barrett hat mir gesagt, ich sollte den Lustmolch aus dem Weg gehen. Aber etwas beschäftigte mich. Ja, du wolltest also die ganze Sache direkt von Corneo erfahren. Und drum bin ich hierher gekommen. Aber jetzt stecke ich in der Patsche. Corneo sucht eine Frau. Jeden Tag holt er sich 3 Mädchen, wählt eine aus und dann und naja. Na, und ich muss heute das Mädchen sein. Das ist die einzige Chance. Entschuldigung, ich hab zufällig gehört. Mitgehört. Wenn du die 3 Mädchen kennst, gibt es doch ein Problem, oder? Naja, aber... Also, wir haben hier 2, richtig? Nein, Eris, ich kann es nicht zulassen, dass du mit reingezogen wirst. Oh, aber Tifa darf sich in Gefahr begeben? Nein, ich will auch nicht, dass Tifa mitmacht. Wer ist dir recht? Ich bin nicht in den Slums groß geworden. Ich bin an Gefahr gewöhnt. Vertraust du mir? Ja, danke, Frau Eris. Nenn mich Eris. Hey? Es ist soweit, meine Damen. Der Don wartet auf euch. Ich hab euch doch gesagt, ihr sollt nicht rumschnüffeln. Also Frauen heutzutage. Nun macht schon. Ich brauch wahrscheinlich gar nicht zu fragen, aber das dritte Mädchen bin ich, nicht wahr? Du hast es. Du hast recht, es war unnötig zu fragen. Weißt du, wenn man nicht genau hinschaut, siehst du gar nicht schlecht aus. Was Barrett wohl sagen würde, wenn er dich jetzt sehen könnte? Die werden noch Verdacht schöpfen, wenn wir uns nicht beeilen. So, nun habe ich auch Tifa wieder im Team dabei. Okay, Leute, ich mache nun einen Schnitt und dann sehen wir uns wieder zurück zu einem neuen Part Final Fantasy 7. Tschüss.